Heute ist der erste Einsatz vom Eiswagen, denn gleich muss ich auf eine Hochzeit, also Stunde habe ich noch Zeit. Also habe ich den Eiswagen jetzt erstmal eingeladen und schon mal angesteckt, damit er schon mal vorkühlen kann. Da sieht man schon mal, bei wie viel Grad wir gerade sind. Boah, hier sind noch Spinnenweben, wie kommen die denn hin? Und bis minus 18 Grad müssen wir noch, aber das schafft er auf jeden Fall bis dahin. Wie man sieht, viel Platz ist jetzt nicht wirklich noch. Das sind die Auffahrrampen. Da ist auch noch eine Spinnenwebe, aber die stört da unten nicht. Die Auffahrrampen, die ich da gebastelt habe. Und hier einmal hinein. Da kommen dann gleich noch die Eisbehälter rein, wenn das Ding runtergekühlt ist. Oh ja. Aber bei 1 Grad sind wir ja schon. Bis minus 18 schaffen wir dann auch noch. Und hier vorne an der Seite, wie man sieht, bin ich jetzt schon rappelvoll. Habe ich jetzt dieses große Dach da noch reingequetscht, sag ich mal so ungefähr. Das ist ja auch nagelneu. Passt also haargenau in den Transporter rein. Und da bin ich ja mal gespannt, wie gleich die Überfahrt klappt. Aber das sollte eigentlich wohin hauen. Aber jetzt muss ich, wie gesagt, erstmal noch ein paar Grad warten. Wir sind bereits bei 0 Grad. Also Frost fängt an. Und dann kann ich das Eis auch gleich umladen. Wie man unschwer hören kann, sind wir auf einer Hochzeit. Also aufladen. Zack, zack. Die Kühlkette nicht unterbrochen. Jetzt habe ich alles 5 Milliarden Mal gecheckt, was ich mitnehmen soll und habe auch wirklich alles dabei. Oh, Handy! Was habe ich vergessen? Mülleimer. Oh, improvisieren. Der Eiswagen steht jetzt. Ich muss jetzt leise sein. Ey, guck mal, die haben, ey, das ist ja geil. Guck mal, das Hochzeitsauto. Fett. Das ist mal eine coole Brautkarre. Ich würde mal sagen, 1A restauriert. Echt, gefällt mir. Vor allem mal was anderes und nicht so ein Cadillac zur Hochzeit. Aber hier so ein alter Bulli, ey. Ist schon. Finde ich schon cool. Ich habe die Braut noch gar nicht gesehen. Das soll sogar eine Überraschung sein. Und der Typ, der uns geordert hat, der hat das über unseren. Hat das heimlich gemacht. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich wollte nämlich auf Toilette noch.
Toilette gefunden. Bis gleich. Natürlich die Hände gewaschen. Sonst kommentieren wieder welche. Viertelstunde haben wir noch, bevor die Trauung anfängt. Also, ab geht's. Wieder durch und mit dem Ganzen und sind auch schon wieder fertig. Ups, dunkel hier. Hat auch alles soweit geklappt, bis auf diese Eiskugel. Wie nennen sie sich? Wie heißen sie? Eiskugelbereiter, Eiskugelzangen, whatever. Da habe ich beim ersten Mal dieses schicke Ding gekauft. Für 30 Euro. Da sagte man mir, oh, 30 Euro bist verrückt, du kannst nicht so eine teure kaufen. Und hab dann nochmal eine zweite gekauft, diese hier, für 10 Euro. Für 10 Euro, wirklich, der letzte Schrott, der allerletzte Schrott, hat 3 Kugeln gehalten, danach war das Ding schon gar. Also, ich hätte lieber nochmal eine zweite für 30 Euro gekauft, als den Mist für 10 Euro. Aber hat soweit alles geklappt. Jetzt mache ich erstmal wieder Licht hier und sind fertig.